bin ich ja Fieder. Ja. Weißt du, du gängst deine Lane, du hilfst dem Hurensohn, kaum nimmst du ein Kenny Minions Licht aus! Hi. Was geht? So, welche Elo bist du? Silber würde mich aber eher ins niedrige Silber, Anfang Bronze einschätzen, um ehrlich zu sein. Also Silber 3 ist mein aktueller Rank. Okay. Welche Rolle spielst du? Jungle. Warum sagst du, dass du so kacke bist? Wo ist die Confidence? Ja, also ich sag mal so, ich spiele seit Ende letzter Season eigentlich erst richtig League, beziehungsweise seit dieser Season. Also ich habe jetzt diese Season mehr Games gespielt als davor insgesamt, weil ich relativ schnell auf TFT geswitcht bin damals, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und deswegen habe ich jetzt angefangen, normales LoL zu spielen seit Ende letzten Jahres, relativ viel. Und ich sag mal so, es ist ein bisschen umfangreicher, als ich erwartet hätte. Okay, deine besten Jungler bist du 3 Stück. Also ich spiele zurzeit eigentlich am meisten Nunu. Wo siehst du denn so deine Probleme? Ich meine, du bist jetzt erst neu, aber sonst generell? Also meine meisten Probleme, die ich habe, ich versuche immer mein Team vor allem mit Nunu earlier herzubringen, mit relativ vielen Ganks. Ich weiß bloß nicht, wie ich im Late Game dann das Spiel noch beeinflussen kann. Also ich tue mir im Late Game sehr schwer oder wenn wir behind fallen, dann allgemein mein Team weiter nach vorne zu bringen. Wann geht denn Late Game für dich? Ich würde jetzt mal so sagen, ab Minute 20. So, also wenn jetzt, sagen wir mal, in der Botlane oder so unser ADC relativ weit behind ist, ich mir schwer tue, da ich selbst wenig Damage machen kann, vor allem, weil ich nur Tank-Nunu spiele, kein AP-Nunu, so in die Richtung. Also wenn der ADC so, weiß ich nicht, 3-4 Kills ahead ist. Okay. Wann ist Midgame für dich? Also ich sag mal so, nach Minute 10, würde ich jetzt sagen, nachdem der erste Herald, der erste Drake-Fight war, würde ich jetzt sagen, fängt's Midgame für mich an. Aber es ist auch immer unterschiedlich für mich. Also manchmal hat man langsame Spiele, die ich zum Beispiel bevorzuge, aber manchmal steht es nach 5 Minuten schon 8-0, 10-0 oder wie auch immer sind schon 10 Kills gefallen. Und dann ist es für mich immer ein bisschen unterschiedlich einzuschätzen. Okay, gut. Weißt du, wie Coaching bei mir aussieht? Ja, ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, also ich mache mal meine Discord-Übertragung an. Also ich würde Nunu jetzt eigentlich aus 2 Sachen nicht spielen, aber ich würde ihn eigentlich trotzdem gerne spielen, auch wenn wir dann Full AP sind auf ein bisschen das Irelia. Einfach nur, weil ich eigentlich den OTP, die Seraphine wird es mir ein bisschen schwer machen. Warum jetzt gerade den Nunu? Also ich habe halt einfach auch gemerkt, dass mit Nunu fällt es mir um einiges leichter, mein Team am Anfang zu unterstützen. Und wenn mein Team am Anfang ahead kommt, fallen die Games eigentlich immer leichter aus. Bei Nocturne zum Beispiel, wenn ich Nocturne spiele, ist für mich zwar gut, wenn ich Kills bekomme, aber bis Level 6 tue ich mir sehr schwer, am Game irgendwie teilzuhaben, dass es positiv ist. Okay. Wo siehst du denn hier so dein Play? Was hast du hier vor? Also ich sag mal so, mein Standardplan mit Nunu ist eigentlich jede Runde erstmal gleich, also von Anfang an. Ich starte eigentlich immer Red Buff, mache dann meine Crux und dann meine Raptors und schaue auf einen Level 3 Gank. Je nachdem, wie die Waves halt gepusht sind von meinen eigenen Lanes. Ich würde sagen, ich schaue vielleicht, dass ich auf der Top Lane am Anfang early ein bisschen was bekomme, weil die Kayle ja erst relativ spät stark wird. Und ja, Top und Mitte. Je nachdem, ich entscheide das sehr selten vor dem Game, bin ich ganz ehrlich. Okay, also du gehst jetzt einfach mit dem Gameflow, je nachdem, was passiert, oder? Ich versuch's zumindest immer. Okay, gut. Wo ist der Enemy Jungler? Botlane, weil Bot erst jetzt gekommen ist. Hätte ich jetzt gesagt, zumindest. Okay. Like, listen, er kann in diesem Game hier jede Lane absolut zerstören. Vielleicht nicht die Mitte, aber Top und Bot sind so Astro-Turbo-free. Guck mal, Leute, ich gebe euch als Jungler einen geilen Tipp mit. Ich sehe hier unten rechts, dass Irelia wenig Leben hat. Soll ich euch sagen, was das wahrscheinlich bedeutet? Richtig, die haben sich oben höchstwahrscheinlich saftig auf die Fresse gehauen. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich check hier ab, was abgeht und hier, um dann schon direkt zu wissen, was gehen wird oder was nicht gehen wird. Denn Nunu ist so cringe, er kann ja sogar Level 2 ganken. He's going for the 360. Die Schneeballkontrolle, let's go! Ja, ich mag's aber, um ehrlich zu sein, immer nicht, wenn ich den First Kill bekomme. Also Kill ist Kill, aber mit Nunu Tank ist halt immer blöd. Dann geh einfach AP. Bin ich ganz ehrlich, habe ich keine guten Erfahrungen mit.
kann einfach direkt alles skippen und er hätte sich direkt runterschneeballen können. Also Nunus Ganks sind so ekelhaft einfach. Er könnte jetzt einfach Midlane ein Inlane-Gank machen, weil die safe dort aus jetzt gewardet haben. Also kann er auch von hier kommen, das ist egal, ne? Weil Nunu kann dann Wards meistens ignorieren. Oh, die Caitlyn. Oh, die Caitlyn-Trap aber gut. Komm, wir gehen mal rein. Das ist die Frage, geht er für Seraphine oder geht er für die Caitlyn? Das Ding ist... Nein. Wir wissen... Scheiße, ich hätte mir die Serra holen sollen. Warum denn das? Was war denn jetzt so blöd an der Caitlyn? Weil die Serra wäre mit dem Ball direkt down gewesen, dann hätte ich immer noch auf die Caitlyn gehen können. Dann hätten wir wenigstens einen Kill secured. Ja. Okay. Das wäre jetzt mein Ding gewesen. Jetzt schaue ich mal, ob meine Bot reinpushen kann. Mitte, dass wir eventuell für Drake spielen. Wobei ich eigentlich immer ein Fan bin, als erstes für Herold zu spielen. Was hast du gegen Drake? Also Herold finde ich im Early Game eigentlich immer besser. Ich finde Drake jetzt nicht ganz so wichtig. Aber mit dem Herold kann ich eigentlich immer schön, vor allem wenn die Lanes gepusht sind, dann auch noch die Plating securen. Für meine Mates, beziehungsweise für mich. Und ob ich jetzt einen Drake verliere, ist mir eigentlich egal. Am Anfang zumindest. Ja, wurde ja auch noch genervt, ne? Du wirst nicht vergessen. Ja, genau. Wurden ja auch noch alle genervt, jetzt erst vor kurzem, stimmt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo der Lee Sin ist, aber... Holt ihr die? Fühlt sich denn wohl gerade mit dem Game? Eigentlich ja. Also ich finde es jetzt nicht ganz so schlecht. Wegen den Stats oder von dem, was du machst? Um ehrlich zu sein, auch von dem, was ich mache. Also die ersten Ganks haben eigentlich relativ gut funktioniert. Wir haben entweder die Kills oder die Summoners bekommen. Jetzt schaue ich mal, ich gehe jetzt, also mein nächster Plan ist jetzt, ich warte jetzt erstmal Herold. Schau dann, ob wir Mitte noch was machen können. Nehme eventuell noch ein paar Camps mit und fokussiere mich dann erstmal, dass wir den Herold bekommen. Mhm. Das Problem ist, was mir auch selber immer auffällt, ich laufe manchmal wie so ein Random einfach dumm durch die Gegend, weil ich mir nicht sicher bin, was ich jetzt machen soll. Naja, du bist Jungler, entweder gehst du farmen oder du gehst ganken. Ja, und manchmal bin ich so im Zwiespalt, was ich mache, und dann laufe ich wie so ein Bot durch den River. Ja, aber ist auch ein Hunubot, ne? Was ist hier aus dem Herald passiert? Steht der noch an, oder? Ja, der steht, um ehrlich zu sein, noch an, aber ich schaue, ich habe viel zu sehr den Fokus gerade auch auf der Mitte. Aber dann, wenn wir eh schon da sind... Was reizt, habe ich dich schon gefragt, was dich so an Tank nur reizt, dass du nicht eher auf AP gehst? Um ehrlich zu sein, weil ich für mich selbst entschlossen habe, dass ich einfach zu bad für AP Nunu bin, um ehrlich zu sein. Ich kann ohne viel individuellen Skill, sag ich jetzt mal, auch mal einen Fehler machen. Oder wenn ich halt reingenke, muss nicht alles perfekt laufen und ich sterbe nicht direkt. Also ich fühle mich individuell einfach ein bisschen zu schlecht. Und um ehrlich zu sein, finde ich es auch nicht so geil. Außer ich spiele jetzt wirklich nur gegen Squishies und wir haben genügend Tanks. Was sagt denn mein Kalender? Na, Moment. Bist du mehr so überall verteilt oder was willst du so selbst genau gerade machen? Wie meinst du das jetzt gerade? Meinst du jetzt auf der Map, ob ich mich jetzt nicht auf eine bestimmte Lane? Vom Gefühl her ist es cool, ich bin da, lass mal ganken. Oh, der Herald! Sind sie doch nicht jetzt? Also ich versuche eigentlich so einen gewissen Ausgleich auch zu kriegen, dass ich jetzt nicht eine Lane komplett vernachlässige. Vor allem in so einem Game, wo eigentlich alle Lanes einigermaßen gut dabei sind, dass ich überall so den Lead halten kann für meine Lanes. Ansonsten, ja, ein großer Fehler von mir ist auch, ich gank sehr oft die Losing Lane. In anderen Games ist es oft auf. Ich frage mich gerade so klein wenig, wodurch gewinnst du deine Games? Also, das... Dass ich meine Leute ahead bringe durch Kills. Und du vertraust dem Silberspieler? Ganz ehrlich, wenn ich meinem Mate nicht vertraue, dann brauche ich gar nicht mit ihm spielen, weil ich spiele Nunu, ich habe kein also ich kann selbst nicht viel machen vom Damage her mit Nunu. Deswegen vertraue ich einfach in die Leute. Also gewinnst du doch dann nie, weil du gut bist? Naja, ist ein Teamspiel. Ja, das stimmt, aber es... Also so ist das ist zumindest immer so meine Ding. Ich versuche halt einfach mein Team herzukriegen und dann als Team zu gewinnen, weil was bringt's mir, wenn ich 20-0 stehe und trotzdem verliere? Naja, du kannst doch auf deinen eigenen, auf dich selbst mehr vertrauen als auf andere, oder nicht? Also es ist ein Teamspiel, das stimmt, aber also mich stört persönlich die Denkweise sehr. Ich sage jetzt nicht, du musst ja mega 1v9 machen und alles Solo-Bolo-Carrying und fünfmal Ulti in die Leute rein und so, aber du packst... Also mit Nocturne habe ich ein bisschen andere Denkweise.
Eher vielleicht in die Richtung, die du jetzt ansprichst, wo ich sage, okay, ich versuche auch die Kills selbst zu securen, ich versuche selbst zu carryen. Bloß mit Nuno habe ich diese Denkweise irgendwie abgelegt. Kann natürlich auch mein Fehler sein, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der erfahrenste Spieler. Aber so fahre ich eigentlich immer. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, naja, die Statistik sagt was anderes. Nee, es geht doch darum, du musst ja als Spieler alles machen können, ne? Das ist wie 69, du musst geben und nehmen. Mhm. So, dann hast du Games, da gibst du nur, und dann hast du Games, da nimmst du nur, weißt du? Und du wirkst so eingesteift auf dem, was du machst. Und da sehe ich so ein bisschen gerade ein Problem dahinter. Denn jetzt versuchst du auf Krampf zu ganken, und wenn es nicht geht, ja doof. Genau, ich habe aber auch gerade kein Camp-Up, deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Ich könnte jetzt in seinen Jungle gehen und ein bisschen gucken. Ich habe halt immer, bin ich ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen ängstlich mit Nunu. Klar, ich kann gut escapen. Kannst du ja Bock in Tower diven? Angst vor den Fights. Kannst du ja Bock in Tower diven? Oh ja, wird schon gehen, aber ich meine, ja. Da ist es ganz doch. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Guck mal, da ist es doch. Du hast so wenig Selbstvertrauen, dass du einfach Pimmel saugen gehst. Den brechen wir, Leute. Den werde ich richtig brechen, damit ich ihn dann neu aufbauen kann. Ich habe gehört, du stehst auf kleine Süße. Ich würde es aber nicht vom wenigen Selbstvertrauen, sondern eher von der schlechten Selbsteinschätzung abhängig machen, um ehrlich zu sein. Und wie willst du deine Selbsteinschätzung verbessern, wenn du dich nicht traust? Hast du Angst vor Pixeln? Nö. Hast du Angst vor Online-Nummern? Nee. Aber ich sag mal so, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das zu oft probiere, also ich bin auch ein ziemlicher Feeder. Ja. Weißt du, du gangst deine Lane, du hilfst dem Hurensohn, kaum nimmst du ein Kenny Minions Lift aus! Aber weißt du, was das Geile ist? Genau das wollte ich gerade sagen. Wenn du irgendwas machst, was den Leuten nicht passt, sind sie direkt mad. Es ist halt immer so, da denke ich mir, komm, weißt du, ich spiele das Spiel zum Spaß und ich habe am meisten Spaß, wenn ich... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Oh, Spaß! Ja, du, ich spiele das Spiel doch noch nicht so lange, da ist man noch nicht so gebrochen. Ja, okay, stimmt, da hast du recht. Okay, fair. Außerdem bin ich auch allgemein nicht so ein salty Mensch, ich nehme das nicht alles immer so ernst, was die Leute sagen und von sich geben. Wo siehst du dich denn so in den nächsten paar Minuten? Weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ich sehe mich jetzt dann gleich erstmal mein Item fertig machen. Dann um ehrlich zu sein, wie mein Team spielt. Denke mal, dass die Botlane jetzt in die Mitte geht. Warum läuft das sonst ab? Dass wir da jetzt vielleicht noch irgendwas securen können. Ja, ich überlege mir das immer nicht so genau. Bin ich ganz ehrlich. Also bist du dann quasi einfach da, wo deine Mates sind und YOLO? Ich bin da, wo meine Mates sind und versuch sie ein bisschen zu unterstützen. Ja. Einfach, dass sie auch nicht sterben. Leute, was huckst du da? LOL, hat der Vega gerade seine Ulti reingeballert? Gut. Ja. Das war eigentlich ganz dumm, dass ich da zuerst geflasht habe. Ich hätte eigentlich noch warten müssen. Aber jetzt, genau das ist jetzt gerade, was ich so meinte. Ich laufe manchmal einfach wie so ein Random durch die Gegend. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil man auch gar nicht weiß, woran man sich orientiert, ne? Weil deine einzige Orientierung sind ja die anderen. Das heißt, wenn die Aram machen, dann machst du wahrscheinlich auch Aram. Right? Auf einmal dann doch easy zu enden, ne? Ja, weiß auch nicht, was das jetzt hier gerade war. Okay, erzähl mal sowas zum Spiel. Also, im Endeffekt, wenn ich es jetzt so objektiv beurteilen müsste, würde ich sagen, von Anfang bis Ende war es sehr einseitig. Jede Lane war eigentlich gut, also jede Lane hat gepusht und hat jede Lane gewonnen. Auf meine persönliche Leistung, ich habe am Anfang mit dem Top-Gank und dem Mitte-Gank, wodurch zwar der Vega, der Kassadin zwar gestorben ist, aber... Meinst du beim ersten Gang, ne, den du gemacht hast? Ja, beim zweiten, also beim ersten Mitte-Gang sozusagen, und dann mit dem Bot-Gank eigentlich immer ein Kill secured oder ein Summoner wenigstens bekommen. Also eigentlich da auch schon eine Head gekriegt. Dann haben wir einen relativ early Drake bekommen. Wir haben beide Herolds bekommen. Ja, also eigentlich war es jetzt kein schlechtes Game, sage ich mal. Was jetzt nicht so gut war, war das Positioning in vielen Situationen von mir. Also meiner Meinung nach. Genau, ansonsten fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, bin ich ganz ehrlich. Okay,
Du meinst ja, du gehst in der Regel in diese Games ohne einen Plan rein, right? Naja, so habe ich das nicht gesagt. Also mein Plan, ich habe gesagt, mein Plan ist jedes Mal erstmal das Gleiche. Ich starte das Game beim Red, weil ich mir halt einfach leichter tue, diese für den Level 3 Gang. Red, dann Crux und dann Raptors, weil es einfach mit dem Snowball für die Raptors gut ist. Schau dann, ob ich, je nachdem, wo ich halt bin, Bot oder Top, Gang krieg, versuche da die Lanes ahead zu kriegen und versuche mich dann zu orientieren, wo ich weitermache. Also so ist mein Early-Plan. Okay, was ist denn, wenn ich sage, als Beispiel, es bieten sich nur Gangs Top-Lane an? Wäre es nicht besser, dann unten anzufangen? Weil entweder machst du unten dann deine Camps und kannst dann oben ganken, oder du machst unten Camps, oben Camps und kannst dann oben ganken. Macht Sinn, ja. Also ich finde, sich festzufahren, gerade im Jungle, ist sehr scheiße. Denn als Jungler, du hast ja 10.000 Kombinationen gefühlt, ja? Du kannst ja als Beispiel 1, 2, 3 Bot-Gank machen. Du kannst auch 1, 2, 3 einen Bot-Lane, Mid-Lane-Gank machen oder hochgehen. Du kannst aber auch 1, 2, 3 machen, Mitte gehen oder halt dich weiter hochpathen. Und dann gibt es dort wieder viele Kombinationen. Es gibt natürlich auch Sachen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann gehst du Bot. Das heißt, festzufahren ist scheiße. Jetzt haben wir hier grundsätzlich einfach nur, um zu wissen, was abgeht, weil das müssen wir ja wissen. Ne? Haben wir halt die unsere Gang-Fragen, die halt mal ganz cool sind. Das ist mal, wie viel Damage haben wir? Wie tanky ist mein Gegner? Wie viel CC haben wir? Wie mobil ist mein Gegner? Wenn ich mir das hier mal angucke, das hier machen wir immer gerne für Top und für Bots. Top Lane, Irelia hat immer viel Damage, right? Mhm. Kayle ist nicht wirklich tanky, ist gut für uns. CC ist ja super, ne? Wir haben deinen Schneeball, ja, wir haben Irelia Stun und deinen Snare. Und meine mobil Idee, ist die Kayle auch nicht wirklich. Bot Lane habe ich viel Damage, weil da ist, Vega hat am Anfang jetzt nicht so viel, ne? Aber wir hauen zu dritt auf jemanden ein. Der Nautilus hat viel Damage, ist ziemlich cool. Tanky sind beide nicht. CC ist ja auch, also wenn ich könnte, würde ich 3 Plusse sogar hinmachen. Ja. Und mobil, die eine Person ist mobil, die andere nicht. Ja. Also Kayle hat ihre E und Seraphine, die hat halt nichts. Das heißt, wenn wir den Scheiß hier durchgehen, hier ein plus 4, hier ein plus 3. Diese Fragen entscheiden wir um Topside, Lane plus Midlane, oder um Botside, Botlane plus Midlane herumspielen. Jetzt ist hier eine Sache ganz wichtig. Das sagt jetzt nicht zu dir, dass du jedes Mal Toplane gehen sollst. Ja, es soll dir aber ein Gefühl dafür geben, wie gut die Chance auf einen Gank auf dieser Lane ist. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, das ist so wie, ich biete dir 2 Pizzen an, ne? Ich sag, hier hast du einmal Salami oder hast du hier einmal Thunfisch. Du sagst, ja, Thunfisch ist eine 6 von 10, aber Salami ist eine 8 von 10. Ist Thunfisch jetzt schlecht, wenn ich es dir anbiete? Nö. Nee, ist auch gut, aber nicht Salami ist besser, genau. Ja. Und bei Botlane ist es meistens so, der einzige Grund, warum das hier plus 3 ist, ist ja, dass Caitlyn ihre E hat, right? Was ist denn, wenn ich Botlane gank und nur auf Seraphine draufgehe? Ja, dann fällt es auch wieder weg. Okay, dann ist es genauso, als würde ich Kayle ganken, right? Aber selbst, wenn ich mir nur die Kayle angucke, ist es immer noch ein plus 3 für mich, right? Ja, aber immer noch gut. Genau. Das heißt, Botlane ist hier generell ziemlich geil. Toplane ist aber auch möglich. Es ist ganz wichtig, damit du grundsätzlich in deinem nächsten Game auch weißt, wie du dann dein Pathing haben möchtest. Ja, weil das entscheidet das immer. Denn diese Fragen entscheiden, wo wir hingehen. Ne? Wenn ich sage, yo, also wenn wir jetzt mal ganz basic bleiben, wenn ich Botside ganken will, starte ich meinen Jungle auf der Topside. Klar, je mehr Erfahrung du hast, desto mehr kannst du das dann auch, dich halt auch im Jungle bewegen, wie ich es auch eben auch mir anhand ein paar Beispiele gezeigt habe. Ne? Aber lass dich erstmal ganz simpel beim Denken. Ich tue mir halt einfach auch ein bisschen schwer. Ich kenne nicht alle Champs. Also ich weiß nicht, was jeder Champ kann. Welcher Champ ist jetzt stronger im Early? Ich kenne meistens bloß, also ich habe es jetzt in letzter Zeit auch mal probiert, im Normal ein bisschen ADC zu spielen, ein bisschen Top, ein bisschen Mitte, um mal die Champs kennenzulernen. Ich tue mir mit so einer Einschätzung immer schwer. Okay. Wer ist jetzt Early stärker als der andere? Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei Kayle, einfach nur, weil ein Kumpel von mir oft Kayle spielt und der mir immer sagt, Kayle ist erst später strong. Warum Kayle jetzt später strong? Das weißt du. Weiß ich zum Beispiel auch nicht. Okay, dann frage ich dich das mal so. Welchen Champion in diesem Spiel kennst du gar nicht? Also ich weiß, was Seraphine kann. Also ich weiß, dass sie mich zum Beispiel mit ihren Wellen da, das weiß ich, dass sie das kann. Ich wüsste jetzt aber nicht, was die sonst noch hat. Okay, Vex habe ich letztens gespielt. Kayle, wie gesagt, keine Ahnung, was Kayle eigentlich kann. Ich weiß, dass sie nach vorne schlagen kann und ihre Ult kenne ich. Ja, ansonsten geht's eigentlich. Okay, das kennst du mir unbedingt jeden, right? Ja, eigentlich schon. Jeden mal gespielt. Okay, dann machst du den Red, machst du die Crux. Und jetzt pass auf, hier ist eine Sache, die ganz wichtig ist für dich als Jungler. Du hast ja diese Champion-Leisten ja hier unten, right? Ja, genau. In-game. In diesem Fall haben wir die jetzt hier, weil wir im Replay sind. Ja. Und was du immer tun kannst, achte einfach auf das Leben der Leute. Sie hat Leben verloren, right? Ja. Was bedeutet das? Einmal mal hingucken. Warum? Vielleicht kann ich helfen oder vielleicht ist der andere auch low und ich kann direkt rein. Oder vielleicht kann ich sie halt vor dem Kill bewahren, wenn sie jetzt gerade zu ihrem Tower zurückpusht. Genau, ja. Als Beispiel hier kann man jetzt sagen, yo, sie kann sich jetzt die 2 Minutes abholen. Ich könnte hier vielleicht sogar direkt mit dem Schneeball
da reingehen, wenn ich möchte. Mhm. Denn Nunu ist einer der wenigen Jungler, die auch Level 2 ganken können. Mhm. Eben halt, weil du deinen Schneeball schon führst, ne? Denn du hast ab jetzt hingeguckt, fand ich auch fein. So, auch hier auf den Gank. Auch gut, dass du nicht den Schneeball weggeworfen hast. Ich hatte kurz Angst, dass du den Schneeball wegwirst. Nee, das mach ich eigentlich nie. Ich versuche. Ja. Wenn ich schon reingehe, versuche ich es bis zum Ende durch. Hier sagst du, es ist scheiße, dass ich den Kill bekommen habe. Warum nimmst du dir den Kill dann auch? Ja, ich bin dir ganz ehrlich, ich denke manchmal nicht ganz so viel nach und ich hatte schon so viele Situationen, wo dann irgendwas schiefgegangen ist und lieber, ich weiß es nicht. Aber ich secure ihn trotzdem. Bin ich ganz ehrlich, es ärgert mich. Aber ich habe, wenn ich in 10 Spielen zweimal die Situation habe, dass dieser Kill verloren geht, weil ich ihn nicht bekommen habe, sind mir die 8-mal eigentlich egal. Aber es ärgert mich natürlich trotzdem, weil er Irelia mehr bringt. Okay, pass auf. Das ist komplett fair, dass du das denkst. Du hast aber einen Denkfehler. Kayle hat gerade geflasht. Warte, ab jetzt ist sie tot. Dies, vielleicht kannst du das nicht einschätzen, weil du Irelia als Champion nicht so gut kennst, ne? Mhm. Das wäre fair. Aber die ist ab jetzt tot. Es gibt keine Chance, dass sie das überlebt. 0%. Okay. Also die Kugel einfach sparen. Genau, weil du, was du auch einfach machen kannst bei sowas, also ich kann das völlig nachvollziehen, ne? Aber ich da muss ich meinen Mates aber ganz schön vertrauen. Nee, das ist es. Du bleibst ja gerade einfach stehen und rechtsklickst sie einfach nur, no? Du kannst einfach vorlaufen und dann warten. Ja. Denn wenn Kayle hochgeht, ist sie eh tot. Wenn sie runtergeht, kannst du sie immer noch mampfen. Okay. So, jetzt kommen wir hier direkt für den nächsten Gang. So, und hier das Ding ist, dieser Gang ist jetzt zu Ende. Weißt du, warum der zu Ende ist? Keine Ahnung. Pass auf, das Ding ist, so, wir gehen jetzt dafür, wir haben sie bearbeitet, supi. Was hast du davon, wenn du jetzt flasht? Wir müssen jetzt 2 Flashes investieren, um sie hier zu bekommen, plus ich weiß gerade gar nicht, wo der Enemy Jungler ist. Da könnt ihr, das Ding ist, in der Mitte könnte ja jeder sein. Also, man ist ja zentral, ne? Solange du die Linie nicht oben siehst, ist er immer in der Nähe von der Mitte. Und du hast, dieser Gank hier war jetzt schon erfolgreich. Wir haben hier Flash rausbekommen und das hier bezeichne ich gerne als ein Drive-By-Gank. Okay. Das heißt so, du bist gerade in der Nähe, du gankst es gerade mal so cool, aber ich denke mir ja nicht, oh geil, Digga, oh, bei einem Custody Gank, oh, Free Kill und sowas. Mhm. Ne? Sondern vielleicht, wenn das ein Fizz wäre, der dir sehr viel Damage Early Game zum Beispiel mal mitbringt. Ne? Oder eine Lissandra, eine LeBlanc, die dir auch nochmal extra CC-Set damit gibt. Ich bin ganz ehrlich, vollkommen recht, was du sagst, nur damit du verstehst, was ich mir dachte. Ich dachte, ich secure den Kill mit der Kuh. Also ich dachte, ich mache so viel Damage auf sie nach meiner E, weil ich hatte ja noch einmal die Snowballs da, dass ich den Kill ohne Custody secure. Also hier, jetzt dachte ich, okay, das reicht. Mhm. Also das war mein Fehler einfach, dass ich da eine Fehleinschätzung gemacht habe. Mhm. Und hier für dich, lauf vor den Kassadin. Fang du die Kuh ab. Mhm. Wenn der Kassadin stirbt oder du, habe ich lieber dich tot. Okay. Weißt du warum? Ja, damit der Kassadin sein Farm behält. Mhm. Genau, weil jetzt muss er seinen Teleport nochmal nutzen, um da wieder nachzukommen. So, und jetzt hier diese Aktion. Weißt du, wo hier das Ding ist? Also, der Lee kommt, die haben gesehen, dass du runtergegangen bist. Die hier wissen, dass du kommst. Und du machst jetzt erstmal die Krabbe, right? Mhm. So. Jeder weiß, dass du hier bist und du aktivierst diese Pflanze nach links. Warum aktivierst du die Pflanze nach links? Um zu gucken, wo der Lee Sin hinläuft, ob der jetzt wieder Richtung Mitte geht oder ob der jetzt Richtung Bot runtergeht. Also, wäre mein Ding gewesen. Er kann nicht runtergehen. Nein, ich meine, ob er in sein Das Bot kann er nicht, geht. Das kann er nicht. Ah ja, stimmt. Er hat doch hier angefangen. Klar, er hat ja nichts. Ja, alles gut. Soweit dachte ich dann. So. Stimmt. So, jetzt kommst du dir auch direkt für den Gank. Pass auf, das hier kannst du jetzt richtig easy spielen. Weißt du warum? Du kennst ja Vegas Käfig, oder? Ja, ich weiß bloß nicht genau, wann er ihn aktivieren kann. Indem man drauf drückt. Nein, wenn der Käfig da ist, wann der Stun kommt. Oh ja, okay, der hat einen kurzen Delay. Aber okay, also pass auf, wenn du diesen Champion kennst, weil da könntest du jetzt hier Folgendes sagen. Hey, ich lasse diesen Schneeball los, denn sie ist im Käfig drinne und dann gehst du hier hin mit deiner E. Ja. Denn entweder flasht sie, ob sie hier steht oder hier, ist für dich egal, oder? Ist vollkommen Latte. So, solange sie in deinem Kreis hier steht. Die ist tot. Oder sie bleibt im Stun stehen, der Schneeball trifft sie und das war's dann. Nein, jetzt ist sie gerade geflasht und ist damit drauf reagieren können. Sie muss flashen. Und wenn du sie dann snarest, kommt dann noch mit seinem Hook hinterher und sie ist tot. Macht Sinn, ja. Weil jetzt haben wir das Problem, die hier sind low, die wollen unbedingt basen. So, farmst dich so ein bisschen ein ab. Und Nautilus ist noch healthy. Du kannst einfach über die Lane mit dem Schneeball ankommen. Denn jetzt kommen wir hier wieder und das hast du schon selbst gesagt. Also, das Ding ist, sie ist garantiert tot. Wir wissen, dass sie garantiert tot ist. Warum? Ja, weil sie halt einfach low ist, weil der Schneeball sie killt. Irrelevant. Also stimmt, aber ist irrelevant für mich. Okay, dann weiß ich nicht, ob was du raushörst. Naja, sie hat ihren Flash noch davor rausgehauen. Gerade bei deinem Gang davor hat sie ihren Flash rausgehauen. Ach, du meinst, wenn ich jetzt auf sie gehe, dass sie hundertprozentig tot ist, egal ob sie low ist, weil sie ihren Flash nicht hat. Genau. Ach so, ja. Denn selbst wenn sie low ist und sie ihren Flash hat, ja, dann flasht sie eben den Schneeball und kommt da immer noch raus, weißt du? Ja, klar. Kann schwierig sein. Deswegen, so, und danach dann hochgehen. Ob wir sie dann noch bekommen hätten, ist jetzt erstmal nochmal was anderes. So, denn das Ding ist, die Seraphine greift dich jetzt die ganze Zeit auch nochmal mit an. So, genau. Sie hat ja auch eben auch nochmal ihre Spells auch nochmal mitgenutzt. Und wir haben jetzt nicht den höchsten Schaden, so. Genau. Ja,
deswegen haben wir es dann verloren, sonst hätten wir eventuell beide bekommen. Genau. Ja, ich glaube, du hast ja vielleicht irrigst mich. Genau, du hast auch nochmal Triumph mit dabei. Das heißt, du proxy auch nochmal dann dort dein Triumph auf der Seraphine. So, und dann immer als Jungler, wenn du in die Base gehst, tun wir folgendes. Wir checken den Game State ab. Wir sehen, Schauen uns immer an, wie läuft das so gerade bei den Leuten. Denn als Jungler, du willst nur mit den starken Leuten zusammen chillen. Das ist dein Ding. Es gibt ja die Never Gank a Losing Lane. Weißt du, warum wir das machen? Naja, damit die Strong Lane dann im Ende helfen kann. Also ist mein Verständnis dafür, weil in der Low Lane, das ist das, was ich am Anfang ja auch gesagt hatte, wenn meine Mates behind sind, wird es schwierig, die ahead zu bringen. Warum? Kannst du mir das mit einem Beispiel genauer beschreiben? Naja, sagen wir mal, Irelia würde jetzt 2-0 stehen und die Caitlyn, wie jetzt hier, steht sie auch 2-0 oder sie würde 3-0 stehen, dann wird sich der Vega und der Nautilus um einiges schwerer tun, da was mit den Kills zu machen, selbst wenn ich komme, weil ich selbst nicht viel Damage habe. Pass auf, wenn ich jetzt auf die Irelia gehe. Ich bring dir Never Gank Losing Lane jetzt gleich dabei, okay? Okay. Also, wenn deine Botlane 0-2 steht, wie oft musst du hier erfolgreich ganken, damit die wieder ins Spiel reinkommen? Mindestens zweimal, würde ich jetzt sagen, damit es even ist. Okay, dann ist es schon nur even. Das heißt, ich brauche 3 erfolgreiche Ganks. Heißt das, du gankst dann hier 3-mal? Nee, du gankst dann 4 oder 5-mal, right? Ja. So, plus die müssen die Kills dann, also in diesem Beispiel, dann jetzt auch nochmal die Kills selbst bekommen. Mhm. Ne? So, jetzt ist das Ding, stell dir vor, du gehst zu deiner 0-2 Botlane hin. Dementsprechend ist, DB für deine Bot, EB für Enemy Bot, dann sind die in diesem Fall 2-0. Und jetzt kommt der Enemy Jungler mit vorbei, der ist 1-0. Dann gehst du hin, ihr alle drei verreckt und du bist dann auch raus aus dem Spiel. Ja. Weil du dann auch innerhalb des Jungle-Matchups dann beeinflusst. Also klar, hier müssen wir jetzt wieder auf viel Kontext achten, ne? Natürlich kann man sagen, yo, meine Botlane ist 0-2, das ist kein Problem, ich bin 3-0 Elise und ich fick die selbst weg als Beispiel. Ja. Genau, ja. Da müsst ihr immer nochmal auf den Enemy Jungle ein bisschen mit achten. Aber das Risiko und die Menge an Zeit, die du investieren musst, ist halt meistens zu bad. Okay, jetzt schauen wir hier rein. Was fällt dir auf? Naja, also jetzt mal abgesehen von der Killverteilung fällt mir auf, dass die Botlane von denen noch nicht einkaufen war. Scheiß mal drauf, achte mal nur auf die Stats. Das mit dem Item stimmt natürlich, aber also, die pushen jetzt rein und gehen dann in die Base. Ja gut, dass die Botlane ahead ist vom Gegner und ansonsten Mitte und Top sind wir ahead von den Kills. Toplane sieht mega gut aus. Das ist geil für uns. Mitte ist okay. Ich scheiß mal auf Jungle. Und das hier ist Kacke. Jetzt müssen wir uns. Das Problem ist bei Jungler, oder was Jungler so schwierig macht, ist, als Jungler musst du dich mit jeder Lane so ein bisschen auskennen. Ja, du musst ja auch Lane-Konzepte drauf haben. Du musst auch like Wave Control verstehen zum Beispiel. Ja. Deine Botlane. Ja, das war sehr. Also, Vega als Champion braucht Level 6, damit er funktioniert. Wegen seiner Ult. Ja, er hat erst ab Level 6 einen Haufen Schaden. Okay. Aber dafür haben wir unten sehr, sehr viel CC. Das heißt also, du hast kein Damage, er hat noch kein Damage, Nautilus hat schon Damage. Irelia ist eine stark unabhängige Frau. Okay. Ich hätte mir hier an den Kopf gesetzt, Toplane Schwanz zu saugen, mega, mega hart und Botlane Match erst ab 6 zu gehen. Aber bis dahin können sich natürlich unsere Ziele auch nochmal komplett verändern, ne? Denn jetzt zum Beispiel gehst du dann hoch zu deinen Wölfen. Ich hätte die Crux gemacht und hätte, also du wärst jetzt bei den Crux, ne? Und jetzt nicht bei den Wölfen. Ja, ja, klar. Und dann würde ich das sehen, ich würde die Kell Tower diven, bevor sie 6 hätte. Die One-Shottet ihr. Die One-Shot-Ear. Als Jungler Tower-Diving zu lernen oder sich damit mehr Comfort zu fühlen, ist halt mega, mega wichtig. Denn jetzt hättest du nicht gedived, sondern du hättest jetzt hier gecovert. Ob sie ich jetzt brauche, im Nachhinein kann ich jetzt immer irgendwas sagen. Klar, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen. Genau. Ja. So, und jetzt eierst du hier so ein bisschen rum, weiß gar nicht, was du tun sollst. Der Lee ist gerade oben gestorben. Weißt du, was das für mich bedeutet? Der Drache ist mir scheißegal. Weißt du, warum der mir egal ist? Ist jetzt ein bisschen spezifisch. Als erstens, deine Botlane muss erst noch reinpushen, bevor sie kommt, right? Ja. Zweitens, du hast einen Vega als ADC, in Anführungszeichen, der bringt dir ja nicht so viel consistent Damage mit, right? Mhm. Ein ADC macht mit jedem Ort viel Schaden und Vega kann sich da noch gar nicht um seine Mana kümmern. Und deine Mitte ist ja auch noch mal busy. Das lohnt sich gar nicht für mich. Also, scheiß mal auf Drache. Ich würde viel lieber dem Lee hier noch ein Camp wegnehmen, plus ein Jungle Warden. Denn ich möchte machen, dass du mal Folgendes siehst. Du fangst 6-10 an. Du hast gerade 37 Sekunden für den Drachen gebraucht. Weißt du, was ich in der Zeit gemacht hätte? Ich hätte die Raptors weggenommen, seinen Jungle gewardet und Botlane von hinten gegankt. Okay, ja, macht Sinn. So, weil du meinst ja, dass dir Herald auch wichtig ist, ne? Ja. Wenn du das machst, kannst du danach basen, oben deine Camps machen und dann kommt der Herald. Aber dieser Drache alleine ist irrelevant. Also jetzt, wurde jetzt zwar genervt, das stimmt, aber unabhängig von dem Patch ist dir das egal. Auch im letzten Patch hätte ich dir genau dasselbe gesagt. Ja. Jetzt sogar nochmal mehr verstärkt. Ich hab so die Faustregel, wenn du circa 15 Sekunden für den Drachen brauchst im Early Game, ist es okay. Okay. Aber also wenn alle drei direkt da sind, sagen wir die Botlane oder Mitte auch noch, wenn wir zu viert sind, dann können wir ihn schnell machen. Na, ein ADC würde meistens schon ausreichen, aber kommt halt drauf an, wer es ist. Okay. Ja, denn jetzt eierst du dir wiederum, oh, was mach ich jetzt, ne? Oh, was mach ich jetzt, oh, was mach ich jetzt? Siehst du mal, ein Gank hier unten. Deine Nautilus hat den Kill bekommen. Willst du Fun Fact wissen?
Du hättest wissen müssen, dass der Lee hier ist. Weißt du warum? Weil er top gestorben ist. Und er wahrscheinlich seinen Top-Jungle gemacht hatte davor. Genau. Und aber auch dein Rap-Off ist da, das heißt, sein ist auch da. Ja. Er hat hier angefangen. Ja. Das heißt, also wir nehmen da die Kate mit und dann ist da auch kein Gelände. Aber ich find's gut, dass dein Camp dafür abgebrochen ist. Das ist es, also wenn Leute zu mir herkommen, zu Coachings, bemerken sie meistens, wie eklig die Rolle des Junglers ist. Als Jungler musst du viel und musst du alles wissen. Ja, ich merk's auch gerade, was du sagst. Du redest über so viele Kleinigkeiten. So Kleinigkeiten? Mein Camp ist ab. Ja, für mich. Also, nimm nicht jedes Wort zu übel, was ich sage, weil ich weiß schon so, mein Red ist ab, sein Red ist ab, denke ich gar nicht drüber nach. Das ist das Interessante, denn du sagst, es ist eine Kleinigkeit, kann aus deiner Sicht auch richtig sein, ne? Für dich als Jungler ist das dein täglich Brot. Ja. Und jetzt pass auf, deine Irelia, Bruder, die bringt alles um. Einfach ihren Schwanz komplett in den Mund nehmen. Dann schau dir mal an, was du gemacht hast. So. Das ist mega die Zeitverschwendung, oder nicht? Könntest du einfach straight zum Herald hingehen und machen. Deine Irelia ist ja da. Die ist ja mega stark. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu sehr im Kopf am Anfang, dass ich mein Jungle-Item relativ schnell auch fertig kriegen will und deswegen meine Camps mitnehmen. Okay, pass auf. Das ist fair. Aber jetzt machen wir mal folgenden Gedankenvorgang, okay? Ja. Beide Top-Laner machen die Minute 1000 Gold. Mhm. Jetzt gankst du für deine Irelia dreimal und die ist jetzt 3-0. Mhm. Beide Top-Laner machen jetzt pro Minute 1000 Gold. Findest du das gut? Ja, Rechnung geht nicht ganz auf. Warum? Naja, weil die Irelia mit dem Lead, da muss sie auch was rausziehen. Das heißt, sie muss mindestens mehr Gold machen. Und man sollte auch schauen, dass der gegnerische Top-Laner dann weniger macht, indem man Pressure... Ah, wir scheißen mal jetzt auf das, was du machen kannst. Aber das stimmt, was du gesagt hast, ne? Das heißt, sie macht jetzt nur noch 800 Gold und sie macht jetzt 1200 Gold. Mhm. Was passiert denn, wenn wir das Beispiel hier oben haben? Dann war es doch eine scheiß Investition für dich, oder? Ah, du hast ja dreimal gegankt. Mhm. So, jetzt stell dir mal vor... Dein Team ist 1500 Gold ahead und dein scheiß Jungler spielt immer noch Standard weiter, als wäre er 0-0, als wäre er behind oder even. Ist auch kacke, oder? Ist auch kacke. Du hast doch jetzt die Möglichkeit, weiter das Spiel nach vorne zu bringen. Also ich sag jetzt nicht, hör auf deine Camps zu farmen oder sowas. Aber du kannst ja viel aggressiver spielen, viel mehr nach vorne, viel mehr Leads rausholen. Ich weiß doch gar nicht, die kannst du einfach bearbeiten, wenn du magst. Die hat dich gerade angejumpt ohne Mana. Noch nie drauf geachtet, bin ich dir ganz ehrlich. Ja, ist ja viel. So, ne? Und jetzt hier ein bisschen Iron Meiern, mach ich den Herald? Ja, nein, vielleicht. Wir schauen uns noch ganz klein wenig an. So. Dass du jetzt in die Base gehst, doomt jetzt quasi deine Botlane klein wenig. Weil du könntest auch schon bereits da sein, um die dann halt irgendwie in Lane zu ganken. Magst du in Lane Ganks nicht? Also du kommst ganz selten über die Lane selbst. Mach ich nie, um ehrlich zu sein. Mhm. Mach ich nie aus. Also für mich persönlich aus dem Grund, weil ich immer das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich totaler Bullshit, aber dass die Gegner mich dann einfach so schnell sehen, dass sie dann schon wieder weg sind. Du kannst jetzt also einfach bis hochgehen. Ich mit meinem Snowball da bin. Du kannst jetzt einfach hochgehen, wenn die Irelia noch hier ist. Der Lee kann nichts machen. Die 5. Irelia killt beide. Du bist jetzt nur noch ihr Türsteher. Ja. Sagst du, kommst ja nicht rein. So, jetzt pass auf. Nee, du hast da vollkommen recht. Ich merke auch jetzt gerade, selbst wenn ich auf die Map schaue, bei mir ist auch immer so ein bisschen der Gedanke, okay, Top Tower ist schon weg. Ich glaube, wir haben sogar in dem Moment drüber geredet, weil du mich gefragt hattest, irgendwas. Und dann nehme ich den Fokus von der Top eher weg, weil ich mir denke, ja gut, da läuft's ja schon, anstatt noch weiter drauf zu gehen. Also das hier ist jetzt ganz wichtig. Wofür gank ich als Jungler? Für Kills. Das ist jetzt eine generelle Regel. Ich beziehe mich hier mit nix auf Nunu. Ja, oder für Summoners gank ich persönlich zumindest auch. Klar, also kann man auch machen. Es ist auch fair. Ich bleibe hier aber erstmal sehr basic. Ja, grundsätzlich. Okay, okay. Du kannst doch ganken, um bestimmte Lane einfach nur zu covern, aber ich will dir erstmal so ein Basic Work of Frame haben. So, für Kills. Okay. Wenn du gefeedet bist, hast du mehr Ahnung von, was du damit erreichen kannst, als bei deinen Mates. Meiner Meinung nach kannst du deine Mates nach ca. 5 bis 10 Minuten Ingame-Time einschätzen. Finde ich fair zu sagen. So nach 5 oder 10 Minuten kann ich ja schon sehen, ob jemand ein Vollidiot ist oder ob jemand tiltet, right? Ja, eine kurze Frage dazu. Was mache ich denn jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie einem Vega? Oder jetzt sagen wir mal, ich würde mit einer Kayle spielen. Fällt mir natürlich schwer, weil, wie du sagst, beim Vega, der muss erst 6 sein oder bei Kayle ist ja auch erst im Late Game gut. Da kann ich ja relativ schlecht einschätzen, okay, wie gut ist der Champ dann wirklich später? Oder ist das einfach egal? Lass ich das einfach weg? Das kommt dann auf den Kontext wiederum an. Okay. So, ich kann ja jetzt nicht das Game aus der Sicht sehen, wenn du jetzt der Lee bist, weil du dann das Ganze auch völlig anders angehen würdest, weißt du? Aber wenn ich du wäre, ich würde die erste Botline ganken von dem Lee jedes Mal. Plus mit ist dann auch gankbar für dich, bevor der Kassel den Level 6 erreicht. Mhm. So, ne, du kannst die Mates nach 5 bis 10 Minuten einschätzen. Und wenn ich jetzt in Minute 11 bin und mir das jetzt angucke, was denkst du, wer das Spiel jetzt tragen wird? Für die Irelia. Dann gehst du jetzt ihren Pimmel saugen. Mir sind die anderen scheißegal. Die hat ja gezeigt, dass sie aus dem kleinen Lied, den ich ihr gebe, aber was ganz Großes gemacht hat. Es sei denn natürlich, du bist gerade irgendwie in der Nähe von der Botlane und es bietet sich an, ne? Denn, wenn du es mal siehst, klar, wir können jetzt hier die genauen Goldnummern sehen, okay? Ich runde jetzt ein klein wenig. Ich ziehe jetzt im gegnerischen Team 3000 Gold ab, okay? Mhm.
Das heißt, die sind 13.600 Gold stark. Ich ziehe jetzt deinem Team 6.400 Gold ab. Das sind... Warte mal, 8K. Wie stark ist dein Team, wenn die Irelia nicht da ist? Doch, ja, weil beide Top-Laner nicht da sind. Ja, nicht so. Also, was heißt nicht so gut? Ist halt even, ja. Okay, jetzt sehen wir das mal anders, ja? Wer kann denn auf Top-Lane alles Impact haben? Ich würde sagen, diese drei Spieler hier. Ja, right? Da. Ja. Das heißt, ich habe hier die 3.000, die 4.000, wo ist die 3.000? Sind wir bei 10.000 Gold. Die Irelia alleine schon 6.000. Du und Irelia seid schon goldtechnisch gesehen so stark wie die drei. Oh Gott, da kannst du hier oben nochmal drauf. Ja. So, warte, lass uns kurz einmal den Chess hier wenden. Bis circa Minute 10 spielst du auf Ressourcen, Tilts oder Farm. Ab circa Minute 10 spielst du auf Objectives. Weißt du, warum ich sage circa Minute 10? Naja, weil ich dann einschätzen kann, wie meine Mates sind. Okay, und das ist fair. Und für mich, also für mich persönlich, da eigentlich dann so das Midgame zumindest beginnt. Also das ist für mich persönlich dann so, da ist dann so die Anfangsphase auf den Lanes, sag ich mal, vom Farmen her oder sowas, wenn jetzt nicht ganz viele Early Kills passieren, vorbei. Und dann versuchen wir, die ersten Playtanks zu kriegen. Pass auf, Zeit, Minute 5, 5, Minute 10. Items, also ein Drittel-Item. Hier hast du ein Item. Level, hier bist du ungefähr Level 5, bist du Level 9. Respawn-Timer, hier bist du 15 Sekunden tot, hier bist du 30 Sekunden tot. Das heißt, wenn ich einen Gegner kille, habe ich doch jetzt mehr Zeit, um ihn zu punishen, right? Wenn der Lee tot ist als Beispiel, er ist 15 Sekunden tot, nehme ich ihm nur die Raptors weg. Wenn er 30 Sekunden tot ist, nehme ich ihm Raptors und Crux weg. Ja. Ja? Ja. Wollen wir mal versuchen, die Sachen hier mal in dem Spiel anzuwenden? So ein bisschen mehr zielorientierter zu spielen? Ja, ich hoffe, dass wir, dass ich das umsetzen kann. Ja, ich werde dir jetzt mithelfen, natürlich. Problem ist. Ach so, okay. Ja. Okay, gankmäßig sind wir hier echt cool aufgestellt. Also ich habe jetzt ein bisschen Probleme, die Botlane einzuschätzen, wegen dem neuen Support. Ich weiß nicht genau, wie viel Damage er macht und so weiter und so fort. Ne? Ich weiß ja nicht, wie gut er den kann. Andere Frage. Das weiß ich niemals bei den Leuten in deiner Ebene. Mitte ist ab Level 6 ziemlich cool, weil Malzer einfach seinen Press-to-Win-Button hat. Genau, wenn ich den Ball hätte, dann... Also ich würde dir einfach mal Folgendes vorschlagen, okay? Ja. Ich würde einfach mal gucken, dass wir Early Botlane gehen. Also sagst du Top-Anfang. Ja, warte, oder? Doch. Doch. Denn ich weiß, dass beide Botlaner unten squishy sind. Weiß, dass sie nicht mobil sind. Und wir haben CC allein schon durch dich. Ja, deswegen ich hoffe bloß, dass die Lux mich nicht trifft. Ach, ich vertraue dir. Also, tu mir nicht so leicht, mit dem Snowball zu dodgen. Oder allgemein zu dodgen. Ey. Das ist, ja. Wir haben ja Gewinnermentalität. Ja, gut, aber übertriebenes Ego ist auch nicht immer gut. Okay, deren Jungler beginnt nach unten. Der wird sich nach oben hin bewegen. Mhm. Kann ich das eigentlich, oder würdest du sagen, kann ich das immer davon abhängig machen? In deiner Elo auf jeden Fall. Also es gibt auch einige Leute, die machen so Fake-Niches, dies, das. Aber okay. Grundsätzlich ist es in deiner Elo sehr einfach. Oh, die geht's so bad. Der hat sich selbst getrollt. Ja, weiß ich. Aber was mache ich in dem Moment? Ich lass ihn einfach, oder? Hat er Pech gehabt. Ich lass ihn einfach dumm sein. Okay. Das Ding ist, der ist schon fast tot. Und wenn der Enemy Jungle dann jetzt auch oben mal vorbeischaut, bist du gleich mit tot. Ich würde aber, pass auf, wenn du jetzt unten in deinem Jungle bist, ist deren Jungler wahrscheinlich wo? Oben. Dann würde ich das vielleicht mal pingen, oder? Mitte, schau dir die Mitte kurz an. Oh, kriegst du die doch in Time? Oh, er will den machen. Ich glaube, es kann gefährlich enden. Denn du hast niemanden bei dir. Aufpassen, die Lux kommt, ne? Und Aurelion auch. Sehr gefährlich. Ja. Wollt sie noch stunnen? Muss wahrscheinlich gleich aufflashen. Oder? Oh, Malzer kommt. Hallo. Boah, ich wollte nicht dafür flashen. Alles gut. Ich würde aber trotzdem. Pass auf, mach mal die Pflanze nach unten hin, Richtung Botlane. Mach mal die Vision-Pflanze Richtung unten. Ich würde deren Botlane einfach ginken. Ping, dass du kommst. Steh bald dich durch. Ping Spam, genau. Ah, sie hat auch kein Mana mehr. Kannst du den Assist holen und dann den Kill einfach lassen? Ja, ich will. Ah, ist fein. So, jetzt helfe ich pushen, ja. Oder gehe ich zum Beispiel auf... Helf pushen. Okay. Weil ich bin mir da immer nicht so sicher. Pass auf, du kannst das Faustregel machen, ja. Es gibt natürlich einige Ausnahmen und sowas. Kannst basen. Gib denen die Platten. Scheiße, Drache. Nein, kein Drache. Weißt du, was passiert, wenn du Drache machst? Nee. Die kommen dann gar nicht mehr selber weg mit dem ganzen Gold, das sie gerade gemacht haben. Weil bis dahin der Gegner ja auch wiederkommt. So, okay. Move hoch. Actually, move mal runter. Oh, der Volibear war schon toxic. Pass auf, wir wissen doch, dass die nichts haben, oder? Und ich finde, Botname macht ja einen soliden Job, oder?
Wobei, ich weiß nicht, ob der jetzt Flash hat oder nicht. Kann er gar nicht haben. Dein erstes Jungle Camp spawnt 1.30. Und der hat ja nicht direkt geflasht, als seine Camps gespawnt sind, oder? Was soll ich jetzt sagen? Wir ganken das Botlane einfach. Okay, dann ganken wir jetzt einfach mal in die Botlane. Es kann auch sein, dass du einen Flash mit deiner E ziehen musst. Kriegst du den Drift hin? Easy. Die Lux am besten. Schade. Also du hättest dort generell nicht auf den Draven draufgehen dürfen. Denn okay. Der Draven war weiter weg und wir wussten, dass Lux kein Binding mehr hat. Ja. So, deren Jungler müsste auch bald unten sein. Oh, du willst ja wieder hin. Da ist ein Bot. Die wissen, dass du kommst. Da ist ein Bot. Pass auf, Eier hier nicht rum. Oh, jetzt kannst du in Sichuanis Jungle reingehen. Wenn deine Botlink. Ne, mach den Blue Buff erst, bevor du den Drachen machst. Den Blue Buff vor dem Drachen. Ist mir egal, was die wollen. Ja. Hey, Ping, dass du zum Drachen hinkommst. Die können ja immer noch anfangen. Ping, mach den noch fertig. Weißt du, warum mir das egal ist? Denkst du, dein Midlaner kann Jungle spielen? Nee. Kann dein ADC Jungle spielen? Nee. Ne, sonst würden die das ja selbst spielen, right? Die Chance ist hoch, dass sie selbst keine Ahnung haben. Jetzt stell dir vor, du übst oder du lernst einen Job 10 Jahre lang. Und da kommt irgendein Pimmel an und sagt dir, wie es besser geht. Corona. Wenn die Leute gesagt haben, Corona existiert gar nicht. Und alle Ärzte sagen, doch, Corona gibt es, Leute. Setzt eure Masken auf. Ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Der Meister hat kein Ulti. Ah, lol, der fliegt weg. Ich wollte eigentlich bloß, dass er komplett ist. Fahr mal unten dein Jungle. Jawohl. Mit den Crux? Alles. Vielleicht auch nur 2 Caps. Raptor zuerst. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Draven meinen Ball unterbrechen kann. Ah doch, der hat noch weg. So, wir können gleich nochmal gucken, ob wir unten was machen. Gerade auch ja. Mit einem Level 6. Ping den schon mal, dass du kommst. Warte. Okay, Zugriff. Ping die an. Deine Leute wissen gar nicht Bescheid. Er ist eingesperrt. Die sind beide eingesperrt. Oh, was macht die Kaiser? Okay, puh. Ist die Lux tot? Nee, wo ist die Lux? Wait. Oh, ich dachte schon, der hat die wegkommen lassen. Okay, ist jetzt auf in die Base. Pass auf. Ich will diesen Herald gerne haben, wenn es geht. Jetzt pass auf. Drück immer auf Tab drauf, während du hochgehst. Check ab, wer gerade wie stark ist. Okay, der Wulibär ist ziemlich gut. Top ist für einen Arsch, ja. So, jetzt musst du einer Lane helfen, wenn du den Herald haben möchtest. Okay, sie hat den Herald gemacht. Ist okay. Das Ding ist, dem Wulibär würde ich unter keinen Umständen helfen. Es sei denn, du kannst fast alles selbst machen. Das ist mir viel zu riskant. In diesem Fall, ne, der Darius ist Half-Life. Ah, lass lieber auf die Ulti warten. Das kommt Malsa. Okay, ja, wenn der Malsa mitkommt, kannst du es machen. Oder jetzt über die Lane kommen sollen. Aber ist okay. Der Malsa hat mich seine Ulti ready. Du musst mit auf den Darius draufgehen wahrscheinlich. Ja. Oh mein Gott, der macht 0 Damage. Er hat seine Kombo gerade komplett verkackt. Aufpassen, der hielt sich noch an dir hoch, ne? Der Malsa macht instant Ulti! Keine E, keine W! Das ist schon mal ein Zeichen für mich, dass der Malsa bad ist, by the way. Geh mal runter. Über die Lane. Ja, aber der ist low AP. Oh, ich hätte jetzt nicht direkt einen Schneeball gemacht, aber ja. Den kannst du holen, oder? Okay, können wir nicht. Oh doch! Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich Kaiser so viel Bock haben wird. Geh in den Enemy Botlane Jungle rein. Oder dive die Lux von mir aus. Oh, guck mal, die fighten da noch. Oh, der Wulibär ist aber sehr getiltet. Aurelia? Die Frage ist, was aber meine Botlane kommt. Ist deine Ulti Deko oder? Du hättest Siege und Aurelia ulten können. Ja, das stimmt. Es ist für das. Ah, okay, warte, mach das erstmal. Schade. Kuh sie noch? QE? Ja, nur mal so, wenn du sie ehst, ne, bleib und sie gesnared ist, lauf in sie rein, bevor du deine Ulti castest. Du warst sie war schon am Rand zum Weg nach draußen quasi. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Also sie war, ich habe zu wenig Platz von der Ult gehabt. Ja.
Ich tue mir auch gerade, bin ganz ehrlich, tue mir gerade echt ein bisschen schwer. Ist völlig normal, ist völlig normal. So viele Sachen gleichzeitig. Mit diesen ganzen Einflüssen, ja, den ganzen Einflüssen. Mach da kein Kopf drum. Es geht eher darum, dass du ein Gefühl für die ganzen Sachen bekommst. Ja. Okay. 9-1 Kaiser. Die haben wir großgezogen und wie sie werden wir auch da sein. Oh, du musst denn. Oder? Ist Kaiser da? Ja, die Kaiser ist da mittendrin. Jetzt weiß ich leider nicht, was der neue Champion uns jetzt so bringt für den Fight. Q nicht vergessen, Smite. Dein Smite ist auch ein Slow. Ja. Naja, wenigstens ist die Kaiser weggekommen. Das ist schon mal. Ja, was. Die ist ein dicker Shutdown. Lieber du als sie. Ja, klar, voll. Das ist jetzt zum Beispiel mein Problem. Was kann ich dagegen tun? Weil ich sehe jetzt, okay, die Sejo ist jetzt noch bei 5, das heißt, die farmt noch 2 Camps. Ich bin noch bei 13, das heißt, sie wird mich outsmiten. Erstmal. Also nee. Mit Nunu jetzt nicht. Ja. Mit Nunu jetzt vielleicht nicht, mit Q-Smite, aber was mache ich da jetzt, weil ich da so behind bin? Jetzt muss ich ja irgendwie gucken, dass ich meine Camps farmen kann. Tun wir den nicht? Dass du da mit deiner Ulti gegreedet hast, ne? Das geht gar nicht klar. Gegreedet? Du hättest ihn instant ulten können, als er gesnared war. Du hast mega lange gewartet. Also ich benutze meine Ult eher als Opener, oder wie? Wofür benutzt du in der Regel deine Ulti? Kurz. Um ehrlich zu sein, eher um irgendwas zu securen. Oder Midfight, wenn ich sehe, es wird kritisch, dann reinzuführen. Nein, dann ist schon zu spät. Weil okay. Deine Ulti muss ja aufladen, richtig? Ja. Ich kann sie ja nicht mit Fight nutzen, wenn es kritisch wird, weil dann ist es ja schon kritisch und dann brauchst du noch extra 2 Sekunden. Nu? Ja, das stimmt. Was würdest du jetzt machen in der Situation? Es gibt nichts zu tun. Ich warte nur darauf, dass die Kaiser wieder aufs Feld kommt. Okay. Okay, der Mann hat langsam auch der Match. Oh, sie hat Collector gekauft. Oh, scheiße. Ich mag das Item. Ich auch nicht. Oh, warte, wir können unten sogar fighten. Unten sieht gut aus, unten sieht gut aus, unten sieht gut aus. Weil die Kaiser ist auch gleich da. Sie hat auch Ulti ready. Peel den Darius. Und Ulti nicht vergessen, die ist keine Deko. Oder hättest du noch rausflashen können, um es noch zu saven. Du kannst zum Beispiel im Gebüsch bleiben und direkt deine Ulti casten. Ach, die sehen das nicht, weil ich im Gebüsch stehe. Nein, das sehen die nicht. Oh Gott, das war jetzt eine Bot-Frage wahrscheinlich, aber... Alles cool. Also die werden geslowt und alles und die könnten sich wundern, warum sie geslowt sind. Okay. Aber das war's auch. Die sehen sonst nichts. So, wenn die vorgehen, bist du quasi mit dabei. Aber ich glaube, den Drachen könnt ihr nicht holen. Der Malta ist gerade nicht da und der Wohlieber auch nicht. Das ist halt sehr riskant. Du kannst maybe für einen Steal nachgucken, ja, aber das war's auch. Das wäre jetzt... Aber dann würde ich lieber erstmal warten, dass er ein bisschen lower ist, ne? Der hat jetzt noch sehr, sehr viel Leben. Naja. Also bei 1-9 kriege ich ihn ja weg. Oh. Nein! Ja, war dumm. Ziulti. Oh Gott. Komm hier raus. Q für die Heilung. Smite nochmal für den Slow und lauf. Okay, ist fein. Und raus. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass der Aurelien Sol jetzt nach vorne geht auf die Kaiser und deswegen wollte ich Smite und W, dass ich ihn block sozusagen. Dass ich ihm aus seinem Ding raushole. Okay. War wahrscheinlich eine dumme Idee, aber. Kaiser Ulti? Nee, Kaiser kommt da auch gar nicht hinterher. Was macht der Wolibär? Stell ich mal vor, Gott, sie ist nicht. Okay, doch, sie kann nicht rausjumpen. Nice. Leute, was macht der Wolibär? Der Tacho zieht sich an ihm hoch. Oh, die killt ihr. Alter, dieser Wolibär. Der ist richtig getiltet. Aber lass mal wieder auf die Kaiser achten. Die ist mir hier ganz wichtig. Ja. Und jetzt mit dem PD kann sie auch schnell Nash mit dir machen. Oh, Mitte? Ja. Mitte? Lol. Die ist tot. Was macht die Sichu? Peel den Darius. Der darf nicht durch. Ich vergesse, was immer noch Ulti. Sehr schön. Und deine Kuh nicht vergessen. Und Nash. Fokus verlieren bei sowas oder trotzdem straight Fokus auf Nash? Oh, das kommt drauf an. Das kann ich dir jetzt nicht allgemein sagen. Jetzt in der Situation? Jetzt mit dem Aurelion? Ja. Den hast du eh nicht bekommen. Aufpassen, da kommt sein Nulti. Q nicht vergessen, genau. Halte sie am Leben. Okay. She's your baby girl. Und wir können Nash hier anfangen. Ja, das brauchen wir eigentlich noch zu Teamfighten. Kannst rein. Die Kaiser ist da, ist auch nochmal mit da. Oh, wobei. Der Aurelion? Kriegst du den noch? Ja. Ah, schade. Ist okay. Peel ihn Darius. Und dann, genau. Smite nicht vergessen. Sehr schön. Kaiser kommt jetzt auch wieder. Nein, ich hab's nicht gehört. Das wäre, selbst wenn, wäre es nicht ganz so relevant, weil du hast niemanden, der dir folgt für den Damage. Okay.
Macht es eigentlich manchmal Sinn, überhaupt auf den Support zu gehen? Weil ich versuche das oft einfach, um den Support abzuhalten, jemanden zu stunnen oder sowas oder zu healen. Das kann durchaus okay sein. Aber es kommt immer auf den Kontext an. Es ist schwierig, solche Fragen... In der Situation wäre es dumm gewesen. Okay. Ja, ja, genau. Es ist schwierig, solche Fragen zu verallgemeinern. Ja. Zum Glück haben wir den da oben ignoriert. Oder was sagst du? Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, zwischendurch hatte ich mal kurz ein bisschen Angst, dass es ein ziemliches Metal Game werden könnte. Als die Pinks geflogen sind, als ich zum Blue Buff gehen sollte. Statt zum Drake, der mir 100-mal gepinkt wird. Aber klar, es hat alles Sinn gemacht, was wir jetzt dieses Game zusammen gemacht haben. Auch, ja, dass wir total der Kaiser hinterhergelaufen sind. Na, was haben wir denn in dem Game gemacht? Wir haben uns eine Lane rausgesucht, um die wir herumspielen wollen. Wir haben bemerkt, dass diese Lane auch ohne dich relativ gut mit dabei war. Korrekt? Korrekt. So, wir haben gesehen, dass sie kompetent waren. Und wir hatten eine Weak Side, dass der Woli ist. Und der einzige Moment, warum wir überhaupt hochgegangen wären, ist, weil irgendetwas dafür spricht, dass wir es tun. Und nicht, weil er dich die ganze Zeit pinkt, right? Ja. Ich habe das als Jungler auch manchmal. So, ich höre da auf die Pinks, obwohl ich genau weiß, dass es scheiße ist. Und dann bin ich da und sage so, oh, ich wusste, ich hätte es nicht machen sollen, ne? Ja, voll. Aber Gefühle werden nicht deine Games gewinnen. Nee, das stimmt. So, wenn du Twitter hast, da kannst du mit deinen Gefühlen sicherlich gewinnen. Ach, Gefühle so werden auch überbewertet. Ja. Nee, aber hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Vielleicht muss ich dieses Denken, dass die Mental von den Leuten zu wichtig ist, wegkriegen. Zumindest bei, wenn es bloß ein Spieler ist, wie jetzt der Wullibär, weil der Wullibär war ja 100% Mental in dem Spiel. Aber dadurch, dass die Kaiser gut war. So, das Ding ist einfach, ich will niemals gewinnen. Also, ich will gewinnen, weil ich gut mit dabei bin. Ich will verlieren, weil ich nicht gut genug gespielt habe. Das sollte das Mental sein. Ja. Du wirst immer Games verlieren, weil irgendwer keinen Bock hat. Ja, ja, klar. Es ist nicht deine Aufgabe, das zu fixen. Ja. Denn sonst wirst du, wenn du hochgehst und dann du da oben 2 gegen 2 fahrst in diesem Beispiel, dann gehst du mental davon. Und wahrscheinlich die Kaiser auch noch, weil dann genauso mit rein ente. Genau. Ja. Ja. Hast du denn grundsätzlich erstmal noch irgendwelche Fragen? Ich habe auf jeden Fall mal eine Frage zum Üben von Sachen. Ja. Weil was mir sehr schwer fällt, ich habe ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt noch nicht so lange und ich habe davor immer CS gespielt. Also blöder Vergleich jetzt vielleicht, aber da war es für mich relativ einfach. Ich konnte mein Aim trainieren auf Maps, die dafür zugeschnitten waren. Ich konnte Taktiken trainieren auf Maps, die dafür zugeschnitten sind. Ja. Hier habe ich zwar den Übungsmodus, wo ich vielleicht meine Combo probieren kann oder mal, wie ich mein Jungle Farming mache oder mein Jungle Pathing, aber so richtig jetzt, weiß ich nicht, wie kann ich ohne jetzt Spiel zu spielen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, was zu üben auf den Champs oder gibt es das in dem Spiel einfach nicht mehr und ich muss in den Normal Games, wenn ich jetzt nicht im Rank spielen will, dann einfach da durchziehen. Schlechte Nachricht, aber das gibt's nicht. Okay. Also du kannst Jungle Clears üben und sowas, ja, aber du kannst nicht Ganken üben oder so. Also das ist so schwierig. Kommt halt drauf an, was du üben möchtest, genau. Ja. Du musst ja halt viel mit Replays arbeiten, weißt du? Oder auch mit Normal Games. Okay. Ja, okay. Nee, alles ich glaube, gut. Sonst ist es halt echt scheiße. Nee. Sonst noch Fragen? Nee, was habe ich nicht verstanden? Nee, es war ja eigentlich alles klar. Tiefer reingehen kann ich sowieso aktuell nicht. Da fehlt mir einfach auch das Knowledge. Weiß ich ja. Sonst war eine sehr angenehme Session. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Was ich dir vielleicht mal empfehlen könnte, das kennst du meine Academy vielleicht? Also ich weiß, dass es das gibt mit diesen Videos und so, denkst du, oder? Ja. Genau. Ja. Also ist halt meine Online-Schule für diese Systeme, die ich dir hier gezeigt habe, hast du dort auch in Videoform. Okay. Mit den ganzen Formeln. Dann hast du natürlich nochmal ein bisschen mehr Stuff mit dabei. Ne? Diese Ziellisten hier kann jeder sehen, was die besten Champions sind, Patches. Falls du auch nochmal neue Sachen ausprobieren willst, ich mache ja auch immer nochmal so Mini-Guides für die jeweiligen Champions. Ne? Na, dann kannst du halt zum Beispiel sehen, wenn du was Neues ausprobieren willst, wann holst du dir welches Item, mit wem bist du gut, gegen wen bist du kacke, wie könntest du Items bauen, wann kannst du für welches Item gehen, mit nochmal so kleinen Tipps und Tricks. Videos. Falls du mal einfach mal neue Sachen ausprobieren willst. Ich weiß nicht, ob ich dich das jetzt hier so fragen kann, aber was kostet das? Je nachdem, was du nimmst, ist das teuerste 20 Euro im Monat. Okay. Ja? Und wird auch wöchentlich geupdatet. So, da, ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wurde ein alter Kurs neu gemacht. Klar, in League verändert sich ja vieles. Gibt auch immer neuen Kram. Und halt auch allein schon solche Basic-Sachen, wenn wir uns mal Jungle angucken, Jungle-Tracking zum Beispiel. Hattest du jetzt wenig Ahnung von. Ja. Ja? Oder auch, wie kann ich wirklich mein Lead hier weiter ausspielen, wenn ich zum Beispiel ein im Early-Game mehr machen möchte, wenn ich Tower haben möchte oder Mid-Game oder Late-Game, wie du es nennst. Wie mache ich meinen Gank besser? Was denn mal, wenn ich tilte? Ne? Natürlich haben wir auch was mit, was ist denn, wenn meine Mates mal tilten? Ja, was ist denn? Umgang mit Randoms, wie gehe ich damit um, wenn die Mates tilten? Ignorieren. Also gibt's halt vieles. Denn als Jungler musst du ja auch wissen, wie Wave Control funktioniert. Wo ist es? Ja, deswegen versuche ich zurzeit immer in Normal, habe ich jetzt versucht, ein bisschen ADC zum Beispiel zu spielen, um da mal ein bisschen reinzukommen, wie es eigentlich aus den anderen Positionen ist.
Ist immer vorteilhaft. Damit ich es vielleicht besser verstehen kann. Also hier vom Inhalt her, Iron Biss inklusive Master, lohnt sich das. Wir haben auch schon welche drin, die Grandmaster dadurch gehittet haben. Sogar auch jemanden hier im Chat, der Challenger dadurch gehittet hat. Okay. Hier kommt ja immer mehr mit dazu. Zusätzlich dazu haben wir immer am ersten Sonntag von jedem Monat den Academy-Sonntag. Da mache ich 6 Stunden lang für die Mitglieder der Academy for free. Steht auch hier drin, Theorie-Talk, OPGG-Reviews, Replay-Analyse oder auch ein Praxis-Check. Und eine Replay-Analyse kostet bei mir schon 10er. Ja, zahlst halt nochmal 10 drauf, hast du direkt die Academy. Nur damit ich weiß, was ich mir darunter vorstellen kann, das ist dann sowas, was wir jetzt nach dem ersten Game gemacht haben, oder? Den Theorie-Part? Ja, die Replay-Analyse. Achso, ja, genau. Okay. Ja. Okay, ja, hört sich eigentlich ganz cool an. Also kannst du mal aus, also wenn du sagst, es hat dir gefallen, dann kannst du das mal ausprobieren. Ist halt preislich um einiges cooler. Zeitlich musst du halt nicht auf mich warten, ne? Oder halt auf einen Termin warten oder so. Klar. Ich kann dir mal einen Link mal mitgeben. Vielleicht gefällt es dir. Vielleicht schick ihn einfach mal rein. Ja, du, gar keinen Scheiß. Ja. Ich bin sowieso, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mir zwar relativ viele Videos von dir angeschaut, weil du einfach in meinem YouTube-Algorithmus gelandet bist. aber ich habe davor eigentlich immer bloß eine Person verfolgt, die auch gecoacht hat, aus dem englischsprachigen Raum. Wie heißt sie? Hat mir nicht so gut gefallen. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist ziemlich bekannt. Das ist so ein älterer Herr, der vielleicht Nies heißt? Ah ja, genau, Nies, genau. Was hat dir denn daran nicht so gefallen? Also, um ehrlich zu sein, habe ich den Vergleich gemacht, weil ich eigentlich relativ gut war, früher in CS und auch in der ESL relativ hoch gerankt war. Da habe ich auch immer ein paar Leuten versucht, was beizubringen. Und um ehrlich zu sein, macht er das genauso mit Leuten, auf die ich damals keinen Bock hatte. Er sagt einfach jedes Video, was ich anschaue, was er scheiße macht. Und wenn der eine nicht farmen kann, sagt einfach, farm besser. Wo ich mir denke, ja okay, aber was bringt ihm das? So, das sind einfach so, er sagt ihm eigentlich bloß, was scheiße ist, aber mir fehlen so ein bisschen die Ansätze. So wie du jetzt mit mir durchgegangen bist. Okay, wieso soll ich auf Top fokussieren? Wieso soll ich den anderen in Ruhe lassen? Mir fehlt so ein bisschen dieses, warum soll ich irgendwas machen? Mir fehlt der Weg dahin und die Lösung ist genau, scheißegal. Genau, dieses Warum. Weil ich auch aus meiner Sicht beruflich gesehen, mir bringt es nicht, wenn ich weiß, okay, was passiert am Ende, sondern ich muss wissen, wie komme ich da hin, ja, weil sonst bringt es mir nichts. Ja, weißt du, so gehe ich halt dann alles immer ran. Wenn ich dir sage, dass 2 plus 2 4 ist und ich dann jemand fragt, was ist 1 plus 3, hast du auch keine Ahnung. Genau, weil ich muss den Weg ja irgendwie auf andere Sachen auch noch anwenden können. Deswegen hat es mir einfach nicht gefallen. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen teuer das Ganze. Ja, ein bisschen sehr teuer. Ich finde es aber lustig. Also ich hab öfters mal Leute, die mal bei ihm waren und dann zu mir herkommen. Die sagen immer dasselbe. Echt? Sie ist mal dasselbe. Bei dir ist viel besser, bei dir weiß ich, warum ich etwas mache. Bei ihm höre ich einfach nur, was ich machen soll. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, weil ich selbst nicht gecoacht worden bin, aber was ich jetzt aus den Videos sehe, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Klar, ich spiele es noch nicht so lange, ich habe jetzt nicht viel erwartet, aber mir hat es halt einfach gefallen, wie du mit den meisten, sage ich jetzt mal, Leuten umgegangen bist und wie du ihnen das erklärt hast. Ja, es gibt so das ein oder andere Video. Wenn ich bloß das gesehen hätte, hätte es mich wahrscheinlich abgeschreckt, aber ich fand es einfach super, wie du den Leuten das beigebracht hast. Da hast du dir das Amumu-Video angesehen? Um ehrlich zu sein, ja, es war ein Amumu-Video und es war noch irgendein Jungler-Video. Ist das Amumu-Video? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Der Amumu-Killer-Typ, ne? Der war übelst von sich selbst überzeugt, irgendein Typ. Nee, das war, glaube ich, gar nicht der, aber irgendeiner war total von sich selbst überzeugt. Der Irelia. Du hast den so... Ja, genau, Irelia. Du hast den so gebrochen, den Typen, wo ich mir dachte, ich kann es verstehen. Aber der Typ hat das richtig ernst genommen und ist jetzt rausgekommen aus Iron. Ja? Der hat das, ja. Oder ja, meinst gut, du den manchmal. Diego? Ich hab beide gebrochen. Boah, ich weiß, ganz ehrlich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich... Silvi, du hast so viele Menschen gebrochen, ich habe auch keine Ahnung mehr. Aber ich sag's dir, da dachte ich mir, ey, er sagt irgendwas und du direkt bam rein. Alles scheiße, was du machst, rede dich. Nee, oder der eine, der sich immer versucht hat zu erklären, das habe ich vorher vor dem Coaching noch gesehen. Ja, aber ansonsten war echt super. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bloß noch 2 Fragen. Klar. Ich weiß, habe ich jetzt auch aus ein paar Videos gesehen, du hältst von diesen Apps gar nichts. Also bei mir wäre es jetzt Blitz absolut gar nichts. Ja. Ich habe angefangen, mir die Runen ein bisschen abzugucken, damit ich weiß, was die Meta ist. Aber immer zu checken, okay, was können die? Macht es für die Item-Builds Sinn oder macht es absolut gar keinen Sinn, sich darauf zu verlassen? Also ich lese mir schon immer alles durch, aber vielleicht auch, wie du jetzt gesehen hast, ich importiere mir halt so einen Item-Build, den man gehen kann und versuche es dann nach meinem besten Wissen und Gewissen einfach abzuändern auf das jeweilige Game. Pass auf, ich zeig dir mal was, okay? Ja. LOL-Apps verdumm dich, ein Leak-Opinion-Video. Das sind solche richtig bearbeiteten Videos von mir. Wenn du es genau wissen willst, schau dir das am besten mal. Schick mir mal den Link, wenn es geht. Da gehe ich auch ein bisschen mehr ins Detail rein. Und dann das Lustige, nachdem ich dieses Video gemacht habe, hat mich Mobalytics damals sogar angeschrieben. Echt? Ja. Und die haben mich dann gefragt, so was mich dann dran stört und bla und alles und jenes. Fand ich da sehr interessant. Es ist halt sehr einfach, muss ich sagen. Also am Anfang bin ich dir ehrlich,
ich habe das, ein Kumpel hat mir das gesagt, ich habe das sofort installiert, einfach nur, weil ich keine Ahnung hatte. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt jedes Mal nachgucke und mich stress mit den Runen, habe ich es importiert. Jetzt habe ich dann langsam mal angefangen, mir selbst drüber Gedanken zu machen. Mhm. Aber prinzipiell, klar, ich habe viel gespielt, wusste gar nicht, was ich kann und habe meine Runen nie benutzt. Ja, also du findest dann dort die Sachen. Also ich kann natürlich verstehen, dass man solche Apps nutzt. Na klar, wenn ich von der Arbeit wieder komme, schnell zwei, drei Games machen möchte und dann will ich nicht großartig mir hier über meine Items Gedanken machen, sondern ich will einfach reingehen und spielen, dann war es das halt auch. Ja, voll. Also, aber ja. Ich habe jetzt halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Ich investiere zurzeit auch relativ viel in LoL, weil ich einfach wenig zu tun habe und Spaß dran habe, auch wenn du es vielleicht nicht glauben kannst, dass da Spaß im Vordergrund steht. Aber ja, ich habe jetzt die zweite Frage vergessen, aber vielleicht kann ich dir ja einfach kurz. Kannst du mir einfach dann auf Discord schreiben, ist dann kein Problem. Genau, wenn sie mir nochmal eins. Nee, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall. War wirklich sehr, sehr gut. Hat mir auch echt geholfen. Und ja. Okay, gut. Dann wäre ich jetzt weg, ne? Wenn was ist, schreib mir. Und dann wünsche ich dir noch einen guten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.